Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog meinerseits. Denn Leute, es geht wieder los. Wir fahren heute zusammen nach Essen zum Calyptus Poker Plaza Nummer 3. Und jetzt fragen sich einige, was habe ich hier heute mit euch vor? Was ist hier los? Wieso sehe ich hier mein Kartoffelgesicht hier von Capco in der gesamten Kamera? Tja, Leute, geht es in einem Vlog ums ganze Wochenende Richtung Essen. Denn dort wird das dritte Calyptus Poker Plaza, ein Pokémon-Turnier im Juju, stattfinden. Wir waren bereits schon mal dort beim allerersten Calyptus Poker Plaza. Das war letztes Jahr meines Wissens. Und da habe ich auch schon gefilmt. Das könnt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung sehen. Und dieses Wochenende am 10.3. des Jahres 2018 findet das dritte Calyptus Poker Plaza statt. Und wir sind mal wieder dabei. Wir haben beim letzten Mal zwar richtig teilgenommen am OU-Kampf. Diesmal gibt es ein Juju-Turnier. Da nehmen wir nicht direkt an teil, aber wir sind trotzdem dabei, um viele Leute zu treffen, viele YouTuber, viele Abonnenten, viele Freunde, was auch immer, Leute. Es wird geil. Wir haben jetzt den 9., also am Freitag. Ich packe jetzt nochmal ganz schnell meine Tasche zu Ende und fahren dann mit dem Zug los Richtung Essen. Dann wartet schon der gute Barzi auf uns, der uns netterweise zu Hause einlädt, dass wir da übernachten dürfen. Auf dem Weg dahin. Ich nehme ja Kai natürlich noch mit und da werden wir dementsprechend auch den guten Zero, The Zero of Time, auch mit einladen, dass er ebenfalls mitkommt. Ja, und dann wollen wir hoffen, dass wir entsprechend noch gutes Videomaterial hier zusammenbekommen, wenn wir noch ein bisschen was vom Turnier filmen können. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und bis gleich. So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Samstag, den 10. März und jetzt ist es soweit. Wir sind im Unperfekthaus und gleich startet das CPP. Wir haben gut geschlafen, nachdem wir ja gut in Essen angekommen sind und wir wurden ja von Barzi netterweise abgeholt. Die Menge hinten fühlt sich auch schon, es ist verdammt laut hier. Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Ja, und heute geht's endlich los. Es wird richtig spannend. Wir haben bald 12 Uhr, dann geht das Turnier offiziell los mit einem wunderschönen Pre-Event mit einem GPL-Kampf und zwar... Hier ist ja echt ruhig, sehr schön. Von dem guten Bene, aka Full Life Games gegen Laos Entertainment, die ja jetzt nachkommentiert nochmal um 12 Uhr den ersten GPL-Kampf des ersten Spieltags in der Vorabpremiere hier zeigen. Das ist ziemlich geil, das schauen wir uns gleich an. Direkt danach, gegen Mittag rum, wird es nochmal interessant. Da gehe ich einmal ganz kurz hier aus diesem Turnier heraus und treffe jemanden ganz Besonderen. Vielleicht wissen ja einige, dass ich ja auch professionell Fandubs mache oder Hörspiele, wie auch immer. Also zumindest auf YouTube-Basis. Und mittlerweile gibt es auch jemanden, den ich sehr, sehr gut kenne, der als Regisseur für ein Phoenix Wright Ace Attorney Hörspiel viele Leute sucht und viel gemacht hat. Und wir haben zusammen eine ganze Staffel eines Hörspiels komplett abgedreht. Ich war als Erzähler tätig und den Regisseur, den treffen wir heute. Und ich weiß nicht, ob ich ihn von der Kamera kriege. Wir werden mal schauen, ich werde es probieren. Und dann gehen wir mal zusammen essen, dann lernt ihr den auch mal kennen. Und letztes Event. Team Calyptus ist ja nicht nur für Pokémon zuständig, sondern auch für Smash Bros. Und heute ist ein Top-Spieler von Team Calyptus hier, der als Smash-Spieler schon Turniere gewonnen hat und alles Mögliche. Gegen den kann man antreten. Das werde ich auch tun. Man kann sogar, wenn man gewinnt, das nächste Calyptus-Event umsonst besuchen. Ich glaube zwar nicht, dass ich gewinne, aber immerhin habe ich dann gegen ihn gespielt. Das ist zumindest mein Wunsch. Und ich würde sagen, wir rasten gleich mal in die Menge. Die Sache ist die, ich war ja schon mal hier und habe schon mal einen Location-Check gemacht. Vielleicht mache ich noch einen in der Kurzform. Location Check. Fertig. So Leute, wir sind jetzt hier im Hauptsaal. Ich stehe auf dem Gedankenfeld, wo man sich super gut konzentrieren kann. Und ja, es kommt eine wunderbare Sicht auf die Bühne. Ziemlich episch. Und da wird gleich in einer Dreiviertelstunde der erste GPL-Kampf einmal ausgetragen. Also nachträglich natürlich, nachkommentiert. Und hier ist auch die geile Technik. Unterstützt von Gigi Goonsword. Vielen Dank dafür für die Unterstützung. Und wir hoffen auf ein geiles Event. Besser Name übrigens. Besser Name. Dann trotz meines spezialen Besserens tut der Flammenbruch, wie wir jetzt sehen, das tut es. Und ich weiß, dass die 50% macht, die sehen wir einfach gut. Deswegen dachte ich, okay, kann ich drin bleiben, weil Lamblos eben nur einen Talstein wechseln. Und na gut, der Eiserfall verfehlt jetzt, was echt nervig für Lamblos natürlich hier gewesen ist. Das ist ein bisschen doof, aber ich muss jetzt trotzdem reinwechseln. Wieder auf 52 Tage und Lüge, was naja, auf den Punkt nicht so stark aussieht. Und das wird natürlich sehr nervig, weil ich kriege jetzt meinen Talstein raus. Ich kriege jetzt einen Wechsel in sein. Also,
Beamte, ich werde nach Simulinga die Verfolgung angesetzt. Und das natürlich für mein Labolos, weil plus 1 Voltwechsel kann ich super tanken und kann sogar noch immer noch um plus 1 Voltwechsel reinkommen. Ist jetzt mega Militaris? Ja, ich denke mir halt so, warum nicht einfach Schutzschild drücken? Ich meine, ist ja alles okay, ich krieg mehr Recovery. Er könnte die Legate drücken, aber ich glaube. Wenn sie Schutzschild trifft, ja, mega Militaris kommt nicht, weil es so 50% weniger. Das ist natürlich sehr gut für Laubus und jetzt kann ich wieder selbst wechseln. Jetzt ab dem Punkt versuche ich es einfach nur noch abzuwehren. Im letzten Mal war es auch semi dafür, aber es war natürlich auch schön mit Anstand zu haben. Aber jetzt werfe ich es selber ab. Aber. Oh! Das ist natürlich sehr, sehr gut. Oh, also, aber anscheinend hat das nicht, deswegen setzt auch die Lupe ein. Ich kann immer noch den Blättersturm verfehlen. Das wäre jetzt die Möglichkeit, dass er meinen Roten noch auslocken kann. Aber wie wir sehen, der Blättersturm. Damit lock ich das Roten aus und gewinne tatsächlich gegen Laus 6-0. Tatsächlich. Sehr auf Laubus' Seite. Ein Win von mir, davon wurde fast gar nicht aufgegangen. Und das auf 6-0. Was haben Sie zu diesem Sieg zu sagen? Ich habe gewonnen. Nee, war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Ja, das auf jeden Fall. Sehr gut gespielt. Was hat Laubus für einen unglaublich geilen Kampf? Der Kampf? Ja, was soll ich sagen zum Kampf? Ne? Bena besser gespielt, ne? Aber die Hex waren halt vielleicht war blöder, aber Bena hat trotzdem besser gespielt. Es wäre auf jeden Fall knapper gewesen, wenn die Hex nicht gewesen wäre. Aber ein sehr, sehr schöner Einstieg. Sehr schön gemacht, sehr gut. Sein, denke ich, auch sowas wie Xerox oder Mega Man Electric. Sehr starke Pokémon. Früher auch immer eigentlich nur Mojo. Da ist der Mann. So Leute, ihr habt gerade gesehen, es gab gerade den GPL-Kampf zwischen Bene und Laurus. Unglaublich spannend. Was meinst du zum Kampf? Nichts. Alles klar. Gino, mein Freund, komm an meine Kamera. Hallo. So, wie fandest du den Kampf eben gerade? Bitter. Sehr bitter. Sehr bitter. Aber 6-0 direkt am ersten Kampf, am ersten Spieltag. Ich habe jetzt auch meinen Kampf und mein zweiter Kampf wird gestreamt. Oh, das ist natürlich cool. Da schauen wir rein. Ja, jetzt geht's nämlich los mit dem Turnier. Ihr habt eben schon gesehen, wer da alles mitspielt, weil die Teilnehmeranzahl ist dementsprechend recht hoch. Und wir gucken mal, was wir heute so alles für spannende Kämpfe noch erleben. Und ich treffe mich ja gleich mit meinem guten Freund zum Mittagessen. Da schauen wir auch gleich nochmal. So, die Teilnehmer machen sich bereit. Genau. Wir hatten ja eigentlich darüber geredet, dass wir das hier so kommentieren wollen, wie hat das die wunderschöne Dame. Sechs? Die wunderschöne Dame. Wer ist das? Nur, wer ist das? Fortan nur die wunderschöne Dame. wir wollten eigentlich so kommentieren wie im Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, genau. Die Gegner starren einander an. So, und jetzt mal hier Leute, PogChamp, ja, für die neuen Overlays. Mittlerweile kann man sogar die Teams im Stream sehen. Ist das sick? Ich denke, das ist sick. Silberschein gegen Stratocopter. So Leute, ich habe jetzt einfach mal das unperfekte Haus verlassen, weil ich mich hier jetzt mit dem guten Jan hier treffe. Sag mal hallo. Hi. So, lieber Jan, du bist ja Regisseur hier beim guten Phoenix Wright Ace Attorney Hörspiel. Mhm. Jetzt haben wir ja schon die erste Staffel zusammen gedreht. Wie war das überhaupt für dich? Es war eine super Erfahrung. Also ich bin ja selbst Fan der ersten Stunde bei Ace Attorney. Wo gucke ich eigentlich hin? Im Fernsehen? Im Fernsehen kannst immer zu dir? Auf YouTube zur Kamera? Keine kannst Ahnung. Mich ruhig angucken, ist kein Problem. Ich mache auch so. Wunderbar. Ja, ich bin selbst großer Fan und nach dem vierten Ace Attorney-Spiel mit Apollo Justice wurde das nicht mehr auf Deutsch lokalisiert und viele Fans waren gezwungen auszusteigen, weil sie halt nicht ausreichend gut Englisch konnten. Ja, deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit vielen tollen Sprechern, wie mit dir unter anderem, diese Spielerlebnisse ins Deutsche zu übersetzen und als Hörspiel rauszuhauen. Ja, und das war echt eine coole Arbeit. Wie gesagt, ich bin als Erzähler tätig gewesen in dem gesamten Hörspiel. War echt eine coole Geschichte. Und wir haben sehr, sehr oft zusammen gesessen und die ganzen Takes eben gemacht. Ja. War auf jeden Fall ziemlich cool. Ich sag nur, geiler Typ. Dankeschön. Das kommt immer dann, wenn ich einen Take komplett richtig gemacht habe. Beim ersten Versuch. Dann beim One-Taker, genau. Ja, aber ich hatte öfters welche. Das ist ja, aber immer nur, wenn die Takes true sind. Ja, das sind so Insider, die wir aufgebaut haben mit der Arbeit. Das war ziemlich cool auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir weitere Arbeiten mal zusammen machen. Apropos, jetzt wo du es gerade ansprichst, kommen wir natürlich nicht unvorbereitet. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich wollte mich noch bei dir bedanken für deine Mitarbeit an der Season 1 und habe dir eine Kleinigkeit. Komm. Ich bin ja gelernter Designer. Watch out. Oh, geil. Dankeschön. Elber richtig, ne? Elber richtig.
Er hatte mich vorher nach L oder XL gefragt. Ich dachte mir, okay, was aber hast du vor? Mit den Worten, du bist ja so ein Lauch, ne? Ja. L oder XL. So gut. Dankeschön. Jetzt kommt die große Probe, das wieder irgendwie zusammenzufalten. Aber das machen wir off-camera. Das können wir auch off-camera machen, wenn du möchtest. Die kann man wunderbar hier nämlich aufstellen. Ah, okay. Musst du gucken, wie... Hallo, ich mach das mal in einem One-Take. Weißt du, so als alleinwohnender Herr tue ich mich mit sowas sehr schwer. Ja, das ist aber kein Problem. Aber hier, da, schon geschafft. Oh, sehr gut. Guck mal, Challenge dann. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall cool. Ja. Danke dir, nehme ich sofort mit. Mal schauen, ob's und wie es weitergeht. Mhm. Bin Bock ist da. Vielleicht, also ich hätte Bock auf jeden Fall weiterzumachen, wenn es irgendwie eine zweite Staffel geben wollen würde. Weiß man noch nicht. Gucken wir mal. Und ich habe ja selber versprochen, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Fandubs grundsätzlich mache auf meinem Kanal. Vielleicht brauche ich eine Inspiration, was ich grundsätzlich mache. Vielleicht kannst du mir auch helfen in Zukunft, wenn ich mal irgendwelche Projekte auf meinem Kanal so mache. Absolut, absolut. Ich meine, ich bin ja Allrounder. Ja, so, Allrounder. Mhm. Ja, das hilft mir eigentlich auch bei der Produktion so als ich mache ja alles, Produktion, Regie, Aufnahmeleitung, auch beruflich. Also er macht eigentlich alles, sagen wir mal so, er ist eigentlich der Mann, der grundsätzlich alles machen kann. Ja, also ich sage mal gelernte Medienhure, ich kann, was du möchtest, was ich mache. Ja, das ist natürlich super, ja. Und dann gucke ich mal, was ich in Zukunft so für Projekte bringe und ob du mich dann unterstützen kannst, das wäre natürlich immer super. Und, absolut, gerne, immer. Ja. Immer. Ansonsten, wer immer noch nicht weiß, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben, ihr könnt unter der Videobeschreibung mal schauen. Ich habe alle Folgen von diesem Hörspiel verlinkt. Das sind 6 Stück, glaube ich. Ja, in der Playlist. In der Playlist sogar drin. Genau, richtig. Die verlinke ich euch unten. Da könnt ihr mal reinschauen. Und das Beste ist, ne, für unterwegs. Könnt das auch auf Soundcloud abonnieren als Podcast. Dann habt ihr alle Folgen auch für unterwegs. Also jetzt haben wir alle Eigenwerbung hier auch abgespielt. Das ist alles durch. Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal schickes Essen. Dann gehe ich nochmal zurück zum Turnier. Und schauen wir mal, was da sonst eigentlich noch stattfindet. Ansonsten, wir haben ja jetzt 12:45. Um 15 Uhr kann ich meinen Smash-Kampf machen, den ich euch versprochen habe. Da bin ich sehr gespannt, ob ich ihn schlagen kann. Es geht hier um den guten Purple Age. Der zweitbeste Spieler, also Smash-Spieler Deutschlands. Ich weiß nicht, ob ich ihn schlagen werde, aber immerhin kann ich dann sagen, ich habe es immer probiert. Ich kann dich anfeuern mit dem Quallenkönigin Lockruf. Loser. Da schneide ich jetzt raus, Leute. Okay. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da bist, dass ich dich kennenlernen durfte. Das war das allererste Treffen übrigens. Kann ich nur so zurückgeben. Super Typ. Geiler cool. Typ. Ja, geil. Und wir gehen jetzt etwas schönes Essen und dann sehen wir uns gleich wieder im Mumpteffekthaus beim Stream. Bis gleich. Damn. Hier und heißt Kim. Mit Doppelkamera. Hallo. Hallo. Videograf versus Vlogger. Ja, perfekt. So muss das sein. Perfekte Kombi. So, was macht der Timo hier, der Kim? Aber noch ist nicht. Erstmal muss ich gewinnen. Es wird jetzt spannend hier, Leute. Gewinnt er oder er? Oder ich. Oder du. Oh, hallo, grüß dich. Das filmst du nicht. Doch. Nein. Doch. Nun, was sagen Sie zu diesem Technik-Equipment hier? Ich bin begeistert, weil wir unsere Production-Value einfach millionenfachen konnten innerhalb der letzten paar Turniere. Das ist wahr. Schaut euch das mal an hier. Das ist der helle Wahnsinn. Und es sieht dann noch schön bunt aus. Alles liegt übrigens an ihm. Richtig. Lieber. Legende. Und unser Mann hier. Ja. Unser Mann für die Technik. Ja, eindeutig. Und es sieht echt wirklich geil aus. Ja. So Leute, ich sitze mit dem Gino, der eben gerade, wir haben es leider verpasst, einen Streamkampf hatte und episch mit Geradax gesmackt hat. Mit meinem Geradax, das ist durchgegangen. Latias, 100%, keine Chance. Geradax ist einfach zu krass. Ja, es tut mir leid, dass wir es verpasst haben, dessen waren wir draußen essen. Und wir wollen mal hoffen, dass du gleich noch einen Streamkampf hast, denn du bist ja weiter. Genauso wie zum Beispiel auch der gute Razer. Presence ist auch weiter, Ben ist auch weiter, glaube ich, und noch viele weitere. Und ihr kämpft gleich zusammen, also Timo und du. Timo und ich kämpfen gegeneinander. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wird eine harte Geburt, aber ich denke, ich bin kein leichter Gegner. Nee, das bist du definitiv nicht. Und wir freuen uns gleich. Und wie gesagt, in einer Stunde geht es dann nochmal Richtung Smash und dann gucken wir mal, ob wir einen Smash-Kampf gewinnen können. Derweil ist es auch so, dass das Turnier offiziell viel zu schnell abläuft. Das heißt, es gibt auch gleich ein paar Showkämpfe. Und zwar ein Showkampf zwischen Bazi und Regi, die oben auf der Bühne spielen dürfen. Im Stream. Doch, tatsächlich. Und das wird ziemlich cool. Und das schauen wir uns auch nochmal an. Ja. Bazi, was sagen Sie jetzt? Es ist kurz vor dem Showkampf. Nehmen Sie ein paar Lauderger mit. Jetzt ist Fickzeit. Oh, geil.
Die Moderatoren sehen deutlich jünger aus als die Spieler. Es liegt halt auch daran, dass wir in den Eukalyptus-Eigen in den Jungen gefallen sind. Ja, ich bin einfach der Jüngste. Ja, mein Gott. Komm, geh durch, schnell. Ja. Den Z-Move, den wir schon angesprochen haben. Und der... Immer diese Leute, will ich nicht sagen. Kempo Sport, komm schon. Na komm. Freeze! Bin mir ziemlich sicher, dass er nicht freeze kann. Aber das ist nur von der Länge. Freeze! Das ist fantastisch. Aua. Das ist ein großer Kopf. Warte, dass du dir gestorben bist, das hätte ich noch nicht. Schön. Warte, ich liebe dich. Das war ein Junge. Ja, okay. Alles klar. Haben wir irgendwas anderes erwartet an der Stelle? Nein, also. Nee. Es bleibt auch eingefroren, natürlich. Natürlich, was sonst? Wow. Er muss es jetzt so. Er muss es so. Ah. Ich glaube, hätte es gefreezt, die enttäuschen. Meine Ohren. Hätte es jetzt gefreezt, hätte es gemerkt, der Raum explodiert. Oh! Ey, das war ein Fehler. Das habe ich mir gerade so gedacht. Also eigentlich kann Link jetzt einfach mal hier ein Pokémon sacken, um das mal das aus dem Team zu zeigen. Ah, gut, ja, der ist. Und noch ein Ambi der Film. Z-Move. Wunderschön, wunderschönes Ende. Sehr, sehr schön gemacht. Guck mal, wie angry das Ding schon guckt. Er weiß, wie es kommt. All die anderen Leute im Audio. Das ist mein Leid gemacht. Nee, jetzt Ende ist ja sehr, sehr schön. Nein, Hans! Ich Hans! Sehr, 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 sehr schöner Schaukampf. Auf jeden Fall. War super gut anzusehen. Ja, war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ein bisschen mittiger. Kommt ein bisschen ran. Ihr habt nicht gewonnen, geht runter. Ich hab gewonnen. Wir haben ja beim letzten Turnier eine Kleinigkeit noch versprochen, die wir nicht sofort liefern konnten, weil sie etwas Produktionsdauer erfordert. Aber der liebe Laurus hat mit einem Team gewonnen. Und dieses Team haben wir verewigt. Jill? Und natürlich, auch wenn es nie groß erwähnt wurde, gibt es für den nächsten Gewinner natürlich dieselbe Qualität an Bild. Also, mir gefällt es gut! Laura, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Bild? Nur mit anderen Gewinnstand. Es ist wirklich sehr gut geworden. Leider kann ich kein Zölle gewinnen, weil ich schon raus bin, aber. Das Militär ist sehr gut geworden. Leider kann ich euch das nochmal zeigen, aber ja, nochmal Dankeschön und den anderen Leuten viel Spaß beim Turnier und viel Glück. Also lieber Wazi, das war ein ziemlich cooler Showkampf, kann man nicht anders sagen. Und wir haben sogar einen Freeze gesehen, allerdings nicht auf Kamera, da war ich zu spät. Kann man sich ja im Nachhinein, kannst du es damit reinschneiden. Richtig, vielleicht kann ich es reinschneiden, wenn ich es nicht vergesse, das müssen wir uns dann nochmal angucken. Aber du hast Capco Sport in ein wunderschönes Licht. Ich habe Capco Sport reingeholt und das Ding, One Hits of Scope. Ich auch? Ja, also auch von dem besseren Namen. Aber na gut, Schräg hat trotzdem gewonnen und hat auch einen super Job hier gemacht. Vielen Dank für den geilen Showkampf. Achso, sehr gerne, Mann. Ja. War ein lustiges Match, also ich hatte meinen Spaß. Ja, definitiv.
Aber ansonsten machst du jetzt keinen Showkampf mehr, ne? Sonst bist du. Mal gucken, also ich bin jetzt offen für alles. Ich habe ja noch Zeit. Das wird gut. Alles klar. Ja, dann schauen wir mal, denn ich glaube, nach der Pause geht's weiter mit Gino und dem guten Razer, dass sie gleich spielen, wenn die Pause vorbei ist. Das wird ziemlich episch. Und da sehen wir gleich mal rein. Ich bin jetzt schon froh, dass Hans seinen Scanner-Shot verliert. Ja, oh mein Gott. Als ich es gehört habe, so. Scatter ist mit Abstand so. Ich hab kein Partie, kein Kopfsehen. Tust nicht? Ja, ich hab aber zu Hause auch keinen Laden. Weil der Router Wurzeln ist. Okay, Leute, Planänderung. Das Spiel zwischen Gino und dem guten Razer geht, glaube ich, gleich los. Aber ich werde erstmal jetzt schon meinen Kampf machen gegen Purple Age und hoffen, dass ich zumindest einen Kill vielleicht mache. Mal gucken und schauen wir uns dann gleich nochmal an, wie das Ganze aussieht. Und dann wünsche ich mir viel Glück. Hey, Chef. Du kannst jetzt schon ausmachen, das ist noch nicht so spannend. 40 kostet derzeit. So. Ich habe Menschenkanal angefangen. Ich bin dann preisresistent geworden. War nicht der Beste, war nicht der Beste. Also wenn ich so Schwarzgeldzeiten kann man nur sagen, war Yugi teurer. Also Schwarzgeldzeiten war Yugi teurer, meine Karte 500. Das ist ein Schlagwitz. Weil ich einfach Purple Color Rare Cyberhändler. Warum kaufst du Werbung und so? Also ich bin eine Leiter. Der habe ich mir einen Technik davon gebaut. Das war nicht der Ninja. Greninja? Den habe ich noch nie gespielt. McFlurry für ein Euro. Und da kann ich Smartest sein. Ja, das ist so, wir scheppen mal wieder. Schade, Mann. Schade. Ja, spannend, was da rein. Will du Maker auch nicht mehr perfekt? Ja, ne? Ey, ich hatte voll viel Lag. Mach ich denn jetzt? Wenn du mehr auf dich. Ging das gerade durch den Schiff durch? Oh mein Gott. Yeah. Ich bin keine Chance. Nice. Ich hätte vielleicht doch eher nochmal bei ZSS bleiben sollen. Ja, weil ich vom Reinhardt gefickt wurde, hab ich jetzt im Reinhardt. Immerhin habe ich gespielt. So Leute, da bin ich wieder. Ihr habt gerade gesehen, was passiert ist. Ich habe gegen Purple Age gespielt, nicht verloren oder ich bin auch nicht vernichtet worden, gar nicht, nein. Gut, war 3-0 lose tatsächlich. Ich hätte fast einmal gewonnen, aber der gute Purple Age durfte nur mit Pokémon spielen im Smash. Zum Teil hat er damit noch nie gespielt, habe ich so nicht gesehen. Aber was soll's, immerhin habe ich für die Teilnahme das hier gewonnen. Das ist, glaube ich, ein Orden drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr, sehr cool. Und wir schauen jetzt gleich mal in die nächsten Kämpfe mit rein, die on stream sind. Bis gleich. Scheibenkleister, sagte ich. Da sagte der Gino Scheibenkleister. Gegen Timo. Leider doch nicht on stream. Nee. Aber ich dachte, wieso sollte er Nahkampf drücken? Aber er tat es. Ja, weil das effektiv ist. Also aber er hat auch Scarlett sagt das auch. Guck dir das mal an. Das filmt ja auch gleich. Effektiv. Sehr gut. Um das mal klarzustellen. Nee. Das muss jetzt irgendwie. Da seht ihr den guten David, wie er hier am Twittern ist. So spannend. Ich vertipp mich, es gibt keinen Vortex. Hallo David, komm zu uns.
Jetzt hat das niemand gesehen. Das Patronenrival hat gereicht. Los geht's. Oh, der hat euch hier. Nicht kurz vom Ende, Mina. Es ist gerade so spannend. Nein, es ist der Fotobomb. Sauber. Oder? Reicht das auch mal. Los geht's. Jetzt verdrückt er sich. Wechsel aus. So Leute, wie ihr seht, hat sich einiges getan. Barzi ist rausgeflogen, sehr frustriert und hat sich dementsprechend gewandelt. Ich bin ja außer Atem. Es ist der Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, du hast einen Fussel leider in deinen wunderschönen blonden, lockigen Haaren. Fass mich an. Ich krieg es nicht raus. Doch, jetzt hab ich's. So. Aber du siehst unglaublich schick aus. Dankeschön. Danke. Aber jetzt machst du auch Sport, ne? Denn das ist natürlich, das Schwimmbad. Ich habe das Capco-Schwab-Package Deluxe bestellt für 39,99. Wie, Link ist dazu in der Videobeschreibung. Und das hat mein Leben verändert. Ich werde seitdem nicht mehr ausgelacht, weil ich dick bin. Richtig, darum geht es. Ich werde nämlich deswegen ausgelacht. Ja. Leute, verändert euch, werdet so wie Barzi und ihr werdet glücklich. Definitiv. Capco Sport, meine Wahl Nummer 1. So Leute, nachdem ich euch jetzt entschieden zu stark verstört habe, kann ich mal ganz kurz ein Update zum Turnier geben. Wir sind noch im Achtelfinale. Hier ist, glaube ich, schon ein Kampf hier zwischen Glabber und zwischen Mindtube. Sag mal hallo. So, und danach gucken wir mal. Ich glaube, danach werden die Kämpfe auf dem Stream dann auch landen. Wir haben jetzt auch gerade mal kurz nach 6, also es geht hier echt schnell rum. Ansonsten gönnen wir uns hier gerade unser Bier in so einer kleinen Runde hier. Und dann schauen wir gleich mal, wann der nächste Kampf on Stream ist. David ist auch, das ist für die Gemeinschaft. So Leute, Finalstimmung. Wir sind jetzt im Finale mit Barry, der da drüben steht, gegen den guten Derp Serpy. Gleich auf der Bühne. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Viel Spaß dabei. Und damit geht das Finale los. Nochmal ein Applaus für unsere beiden.
sehr, ja, eine sehr gemütliche Community, sag ich mal. Ja. Halt in den allermeisten Fällen gönnen sich die Leute auch. Ich glaube, lange nicht, das ist meiner Meinung nach ganz gut, die Vergangenheit ist familiär und hobbymäßig und wir sind was halt nicht professionelles. Ja, weil wir haben den ganzen Vormittag gemacht, bevor wir angefangen haben zu haben. Wo bleibst du? Du kriegst erstmal eine Bronzemedaille. Ich zieh die mal an. So, und dann kriegst du auch noch Preise. Alle. Müssen wir aber mit dem ersten anfangen, der darf sich als erstes was aussuchen. Oh. Verteilt erstmal die Medaille. Der zweite Platz geht an. Und dann Barry, Danke. Und der erste Platz ist der liebe Zabby. Herzlichen Glückwunsch. Und du darfst dir jetzt als erstes ein Spiel aussuchen, entweder Ultrasonne oder Ultramond. Weiß es noch nicht. Genau. Aber das ist noch nicht alles. Du kriegst auch noch dieses Lioncast Gaming Headset. Das ist gut, Das ist lange nicht hier. Du kriegst diese Schlinking GX Kartenbox. Die ist gesponsert von Games and Games. Und dazu auch noch einen 10-Euro-Gutschein für die Seite. Und dann brauchen wir eine Münze von Ultrasonne und ein Schlüsselanhänger und Luftsticker. Sticker. Ja, Sticker. Ja, bitte gleich hinterher. Und Poster und eine Figur. Armen Mann ist so. Und auch noch drei Insta-Bags. Nein, die bekommt er nicht. So, der zweite Platz. Du darfst dann auch eins der anderen Spieler aussuchen. Und dazu halt auch noch einmal ein Poster. Sticker und Figur und auch noch ein 10-Euro-Gutschein. Habe ich was vergessen? Booster. Auch nochmal drei Booster. Mit der Kamera da vorne. Okay. Und der dritte Platz bekommt dann einmal die Kristall-Edition als Download und dazu auch einmal drei Booster-Packs, das Poster, ein Stickerbogen und noch ein 10-Euro-Gutschein für Gate to the Games. Okay, aber wir haben auch noch ein bisschen was an Überraschungen. Nämlich, wir haben noch weitere Medaillen. Und zwar bekommen unsere Caster, die heute kommentiert haben, auch jeweils eine Medaille. Darf ich die mal nach vorne bitten? Da ist der Mifi. Bitte schön. Dankeschön. Das ist nur, wo ist Paul? Wo ist Paul? Wetten, der ist unten. Wetten, der ist unten. Der Fan-Mail-Tritzbay. Ja. Vielen Dank fürs Kommentieren. Da ist die Kamera. Boah, nee, Leon! Wo ist auch der Paul? Ich glaube, der ist unten. Er ist unten. Ja, der wird geholt. Der wird geholt. Okay, fangen wir schon mal mit den anderen Medaillen an. Und zwar, die Hauptorganisatoren bekommen auch Medaillen. Allein, weil die das Event möglich gemacht haben. Unter anderem so. Dankeschön.
machen. Dann auch eine an Sikaro da oben. Dann haben wir eine an Dara, nun komm nach vorne. Kommentator und Organisator gleichzeitig, bitte schön. Nein, nein! Sondern zwei Medaillen fliegen! Eine ist noch für Zief, der musste leider schon los, kriegt er nachher. Und die letzte, so frei bin ich mal. Ich schenke dir die auch. Okay. Hab ich mir mal gegönnt. Man gönnt dir nicht mal was. Das ist doch schön. Aber wir haben auch noch eine letzte Medaille. Könnt ihr raten, an wen die geht? Die geht an unseren Livestreamer, der die ganze Production gemacht hat. Also einmal um die Kamera hängen. Um die Kamera hängen. Bitte schön. Gute Kamera. Komm, Paul noch! Paul, komm nach vorne! Jetzt noch eine Medaille! Okoro! Das kommentieren! Damit auch nochmal großen Dank an alle, die hier waren, an alle Zuschauer zu Hause, an alle Moderatoren, alle Helfer, einfach jeden. Vielen Dank. Das Ganze begann, als ich einfach mir überlegt habe, lass mal den Typen ansprechen. Das Krugerliga-Turnier lief ganz lustig mit den Poketubern. Halbes Jahr später sind wir über 100 Leute hier. Gebt euch mal einen Applaus. Ohne euch wäre der Scheiß nämlich nicht möglich gewesen. Ihr habt es geschafft, ja, dass wir... Ja, 16, danke. Das ist irgendwo bestimmt ein 18. Ihr habt es geschafft, dass wir hier uns was aufbauen, dass wir hier uns einen Traum erfüllen und dass wir eine Community schaffen, die alle paar Monate zusammenkommt und sowas Tolles erlebt. Also, danke euch. Gebt euch den Applaus. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback ist immer sehr gerne willkommen. Ja. Ja, danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ja, Leute, das war das CPP Seaflare. Absoluter Wahnsinn. Wirklich. Also ich möchte mich als allererstes bei allen bedanken, die hier waren, an alle bedanken, die jetzt hier gerade zugeschaut haben. Es war ein unglaublich langer Vlog. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das wirklich in einem oder in zwei Videos erfassen soll, was hier passiert ist. Beim allerersten CPP war ich dabei. Das war schon ziemlich cool. Weiß nicht. Das hier war einfach genial. Kann ich nichts zu sagen. Also außer vielen Dank, Leute. Dankeschön an alle. Ich gehe jetzt nach Hause, schneide ganz schön viel, hoffe, dass ich das alles, wie gesagt, erfassen kann, was heute passiert ist, auch hiermit. Und ja, freue mich auf das nächste Event, was stattfinden wird, hier, vielleicht in Essen, vielleicht auch wieder hier im Unperfekthaus. Insofern, wie gesagt, ich kann nur noch ein Danke sagen an alle, die hier mitgearbeitet haben, an alle, die Sponsor waren und so weiter und so fort. Und insofern, vielen, vielen Dank. Das war soweit meine Verabschiedung. Wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Und du darfst jetzt in die Richtung, so, und ich darf so, okay? Ja, komm, wir haben echt zusammen. Warte, erst mal. Das ist richtig. Das ist richtig geil, oder? Noch ein bisschen vertiefen. Richtig befriedigend, oder? Was, ich? Drückt euch! Warte, der Bauer! Ich fall gleich! Bitte! Ich hab kein Foto gemacht! Hast du ein Video gemacht? Ja, komm nochmal! Ich hab Fotos gemacht! Ich war nicht der Erste!